Moinsen Leute, ja, Deponia ist wieder angebrochen. Die neue Session mit mir, Chico, oder Chicoya, oder wie auch immer. Wie ihr mich auch immer nennen wollt. Egal. Ja, Rufus, du läufst jetzt mal ein bisschen schneller. Weil wir müssen nämlich hier mal weitermachen, so mäßig mit Poki reden und was weiß ich. Und ja, ist gerade schon irgendwie komisch. So, jetzt geht's wieder. Ja, er ist angekommen. Aha. Eine Treppe. Ganz schön dunkel. Und steil. Und rutschig. Am besten, ich nehme 3 Stufen auf einmal. Nicht, dass ich noch. Ja. Auf den Arsch falle. Das wäre ja zu peinlich. Autsch. So, da sind wir wieder mal bei einer neuen Session. Wir machen natürlich auch gleich weiter. Ich habe nichts großartig viel zu erzählen, außer dass es verdammt spät ist. Deswegen wird es bloß mal schnell eine Zwischentür- und Angel-Production produktionsmäßig gehaltenes Ding und Hypok. Mene, mene, tekel. Ein Wort, mene, tekel, das aus dem Hebräischen stammt, wenn ich da richtig informiert bin. Ich recherchiere ja nie. Ich mache ja einfach nur immer so, wie ich denke. Und natürlich drohendes Unheil bedeutet. Und hier sind wir nun im Hotel Minnetekel, das so vogelkobelartig unter die Monorail-Trasse des Organon gebaut wurde. Auch dazu gab es einen ganz alten Entwurf bei den ersten Konzeptzeichnungen. Eine schöne Zeichnung von dem Micha, die ich quasi fast komplett intakt gelassen habe beim Layouten dieses Screens. Und er hat dann mein Layout, das ich an seiner Zeichnung angelehnt habe, dann wieder überarbeitet. Aber ich möchte ja gar nicht zu viel sagen, weil das Unheil droht und wir haben es noch gar nicht gesehen oder gehört. Nur so viel. Es gibt halt in diesem Hotel natürlich ganz viele üble Vorzeichen auf eine mögliche Apokalypse, die Rufus alle geflissentlich ignoriert. Ihr könnt sie ja mal suchen. Werden wir sie suchen? Nö. Nö. Ich will euch nicht alles wegnehmen vom Spiel, aber ihr könnt es ja selber spielen. So. Was haben wir denn hier? Wir haben immer die Fragezeichen, zweimal Fragezeichen, dreimal Fragezeichen und Toilettentür. Toilettentür. Ich habe schon schlimmere Scheißhäuser gesehen. Rufus, du klingst leicht erkältet so. Ich weiß nicht. Hat sich gerade irgendwie so dunkel angehört. Besetzt! Hört denn die Kackerei bald auf? Hetzt mich nicht! Ich leide an einer schweren Temporaldiarrhoe. Temporaldiarrhoe? Ja, ich bin ein Zeitreisender. Du meinst, du kommst aus der Zukunft? Quatsch. Es gibt keine Zukunft. Ich komme aus der Vergangenheit, um mir den Weltuntergang anzuschauen. Geht das schon wieder los? Dann bist du hier falsch. Ich bin der diesen Weltuntergang nämlich verhindern wird. Oh, das wäre zu freundlich. Ich stecke hier nämlich fest. Wieso? Ist deine Zeitmaschine verstopft? Nicht ganz. Das Klopapier ist alle. Das war ironisch. Ich glaube dir natürlich kein Wort. Naja... Es war auch nicht die komplette Wahrheit. Wusste ich's doch. Eine Rolle Klopapier ist hier noch, aber sie ist rau wie Sandpapier. Und ich habe während des drexikanischen Bürgerkriegs Chili gegessen. Au. Au. Hallo Tür. Falsche Tür. Hallo Tür. Klingeln? Ah, upsi. Mein Kreislauf klötert. Ich sollte nicht so schnell hochkommen. Oder mal ein bisschen Sport treiben. Huch, schleichen Sie sich doch nicht so an. Schleichen? Ich hab doch geklingelt. Ich dachte schon, das sei mein Tinnitus. Wäre kein Wunder bei dem ständigen Lärm der Kreuzertrasse. Von der kalten Zugluft mal abgesehen. Oder den Schimmelpilzen. Aber ich schweife ab. Willkommen im Hotel Minnetekel. Wollen Sie ein Zimmer mieten?
Ich suche eigentlich meine Freunde. Ich suche eigentlich nur meine Freunde. Ein seniler Gartenzwerg, eine Bordsteingiraffe und ein Zirkusbär mit Hut? Das sind sie. Ja, wir haben hier vorhin eingecheckt. Sie sahen nicht so aus, als könnten sie sich einen Anwalt leisten. Darum habe ich ihnen Zimmer 5 gegeben. Aber keine Sorge. Solange sie keine Lichtschalter, Steckdosen oder tragende Bauelemente anfassen, dürfen sie die Nacht überstehen. Vorausgesetzt natürlich, sie bleiben nach Mitternacht auf ihrem Zimmer. Dabei fällt mir ein, haben sie zufällig eine offene Rechnung mit Dämonen, finsteren Gottheiten und kürzlich Verstorbenen? Nicht, dass ich wüsste. Super, dann wäre ja alles geklärt. Sie ahnen ja nicht, wie zimperlich sich manche Versicherungen anstellen, wenn es um übernatürliche Todesursachen geht. Hier ist Ihr Schlüssel. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt im Hotel Minnetekel. Ah, das meinte er mit Minnetekel. Danke, mein Bester. Okay, Willst du andeuten, dass es hier spukt? Aber nicht doch. Hier an der Rezeption sind wir sicher. Es sind die Zimmer, über die ich mir Sorgen machen würde. Insbesondere Zimmer 13. Wieso? Was ist denn mit Zimmer 13? Sagen wir einfach, es war ein Fehler, die Indianer dort zu beerdigen. Ach ja, außerdem hat sich eine Weltuntergangssekte in der Wäscherei eingenistet. Wenn Sie also saubere Bettwäsche brauchen, sollten Sie darauf achten, keine religiösen Insignien oder Jungfrauen bei sich zu tragen. Okay. Wo finde ich denn das Zimmer? Das wissen wir schon. Minnetekel, seltsamer Name für ein Hotel. Minnetekel? Seltsamer Name für ein Hotel? Finden Sie? Ich fand den Namen immer ganz putzig. Er bedeutet so viel wie drohendes Unheil. Das meine ich ja. Wer will denn in einem drohenden Unheil wohnen? Tun wir das nicht alle? Tja, aber wenn man die Wahl hat? Haben Sie aber nicht. Oder haben Sie in der Gegend ein anderes Hotel gesehen? Ja, das stimmt. Seltsamer Ort für ein Hotel. Seltsamer Ort für ein Hotel? Direkt unter der Organon-Kreuzer-Trasse. Finden Sie? Unsere Umfragen haben ergeben, dass dies die ideale Lage für Kundschaft aus unserer Zielgruppe ist. Menschen ohne Geruchssinn? Leute, die so verzweifelt sind, dass sie sich alles gefallen lassen. Ah, die. Ah. Kennst du die Gerüchte, dass Deponia gesprengt werden soll? Na klar. Im Umkreis von mehreren Meilen ist deswegen das Popcorn ausverkauft. Nun, es ist alles wahr. Und ich bin derjenige, der es verhindern wird. Oh, prima. Ich dachte schon, das bleibt wieder an mir hängen. Was? Immerhin musste ich diese Woche schon die Hoteltoilette sauber machen. Soll das ein Witz sein? Ertappt. Natürlich habe ich die Toilette nicht sauber gemacht. So weit kommt's noch. Hallo, ich rede hier von der größten Katastrophe aller Zeiten. Ah, Sie kennen unsere Toilette also bereits. Nein, wir kennen die aber vom Schwimmenden Schwarzmarkt. Ich gehe da mal auf mein Zimmer. Tun Sie das? Ich werde Sie nicht aufhalten. Und bevor Sie fragen, es erfüllt nicht den Tatbestand einer fahrlässigen Körperverletzung. Wir haben das prüfen lassen. Okay, der Typ hockt da weiter und wir sprechen mal mit Poki. Der Rezeptionist des Hotels Minnetekel ist tatsächlich einer meiner Lieblingscharaktere. Er ist so schön nachlässig, ihm ist es so egal, was die Leute darüber denken, dass er halt auch einfach so die Wahrheit rausposaunt über den schlimmen Zustand seines Hotels. Das hat mir beim Schreiben immer sehr viel Spaß gemacht. Und auch wenn es nur ein Nebencharakter ist, der noch nicht mal einen eigenen Namen spendiert bekommen hat, er heißt einfach nur der Rezeptionist, hat er doch von den Nebencharakteren im dritten Teil, Goodbye Deponia, vom Wordcount her den meisten Text mit. Das ist erschreckend. Aber es hat einfach so viel Spaß gemacht, die Texte für ihn zu schreiben. Und natürlich liegt es auch daran, dass dieser Raum immer und immer wieder besucht werden muss in unterschiedlichsten Szenen. Denn hier beginnt ja auch die große Verwechslungskomödie, auf die ihr euch ganz, ganz dolle freuen könnt. Das heißt, in diesem Raum unter anderem finden dann später in diesem Kapitel aber noch eine ganze Reihe von wahnsinnigen Verwechslungen statt. Was fällt mir noch ein? Ich entschuldige mich sehr dafür, dass der typische Rezeptionsklingelknopf von Micha wie ein Popo gezeichnet wurde. Das hatte ich nicht unterschrieben. Und als er mir dann die Grafik gezeigt hat, habe ich so viel lachen müssen, dass ich halt nicht mehr Nein sagen konnte. Kennt ihr da irgendwo ein Popo? Okay, gehen wir mal weiter. Was haben wir denn da hinten, Jönes? Da haben wir Poki, aber hier haben wir noch... was haben wir denn hier? Salzstreuer. Sehr beeindruckend. Wusstet ihr, dass Salz Schimmel ansetzen kann? Nein.
Pfefferstreuen? Dr. Übel Pfeffsnack enthält mindestens 20% Pfeffer. Probieren Sie auch Dr. Übel Reptilienfutter, Dr. Übel Köderinsekten und Dr. Übel Allzweckschaben. Ich glaube, das ist immer so ein Gemisch aus allen. So, das haben wir. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ach, ein Korkenzieher. Ah. Ich bewundere seine Taktik. Auf Umwegen zum Kern des Problems vordringen und dann Problem gelöst. Cooles Plopp-Geräusch. Kaffeemaschine. Ich trinke meinen Kaffee normalerweise schwarz, aber hier scheint es ihn nur in grau-grün zu geben. Mal gucken, ob da noch was drin ist. Oh, da war ja tatsächlich noch was drin. Staub! Rufus, geh mal zum Arzt. Du hast eine komische Lunge. Bild. Kann ja nicht viel mit moderner Kunst anfangen, aber das finde ich gut. Es ist aus der Perspektive eines Menschen gezeichnet, der arglos die Urne seiner verstorbenen Mutter öffnet und dann an einem Herzinfarkt stirbt, weil ihm plötzlich Juxblumen daraus entgegenspringen. Schade nur, dass es so schief hängt. Aha, da haben wir ja den Übeltäter. Eine Mutter. Die hält wohl das Schlüsselbrett vorne an der Rezeption. Oder die Uhr. Oder beides. Oder beides. Das Lustige an dem Ding ist wirklich, man kann... Also Rufus ist hier, hört selber. Was liegt sofort wieder auf der Couch, kaum dass deine Mutter zu putzen aufgehört hat? Eine Mutter. Mit schlechten deine Mutterwitze. Was findet man häufig am oberen Ende einer Weinflasche? Eine Mutter. Oh, ich könnte das stundenlang weitermachen. Was steht in der Küche und ist nur in kleinen Dosen genießbar? Eine Mutter. Was steht in der Küche? Okay, das kennen wir schon. Zimmerschlüssel. Was hat einen Bart und öffnet jedem die Tür? Eine Mutter. Oh, Rufus. Natürlich das wunderschön aufgeräumte und saubere Restaurant des Hotels Pentacles. Und besonders viel Hirnschmalz hat das natürlich erfordert, uns zu überlegen, so in einem dreckigen, speckigen, staubigen Hotel, wo verstecken wir denn da als anklickbares Objekt so ein Item, das wir halt dringend brauchten, wie Staub? Und sind halt schließlich auf die Idee gekommen, den Staub, der ja eigentlich theoretisch überall rumliegen müsste, halt in dieser Kaffeemaschine zu verstecken. Dass, wenn Rufus versucht, sich einen Kaffee zu holen, er halt tatsächlich Staub ins Inventar bekommt. Weil sonst könnte man den ja tatsächlich überall herholen. Denn es soll ja auch alles besonders speckig und eklig und staubig sein hier. Und dazu fällt mir ein, dass ich unglaublich viele Kommentare gelesen habe unter Let's Play-Videos, in unserem Forum und ebenfalls in einigen Testberichten zu diesem Grenzbronchial... ich habe gar kein Adjektiv dafür. Zu diesem Husten auf jeden Fall, das Rufus hier von sich gibt, sobald er diesen Staub aus der Kaffeemaschine holt. Sag mal, Rufus, muss man sich jetzt eigentlich Sorgen um dich machen? Ja und nein. Also Sorge um mich ist eigentlich immer gern, vor allen Dingen, wenn sie mit Spenden einhergeht. Und hier ist natürlich die frühkindliche Förderung wichtig. Es gibt Leute, die schicken ihre Kinder auf die Universität, damit sie es später mal zu was bringen. Oder sie gehen mit ihnen jeden Tag zum Sport, damit sie später schön fit und gesund sind. Oder sie geben ihnen vernünftige Lebensmittel zu essen, damit sie groß und stark werden. Mein Vater und sein Hobbyraum habe ich ja schon erwähnt. Ich jedenfalls habe, und das habe ich dann auch in meinem Beruf einsetzen können, aus der fachgerechten Behandlung durch meine Erziehungsberechtigten, immerhin diesen Husten zurückbehalten. Hervorragend. Eine zweite Sache, die mir in diesem Raum noch einfällt, ist ein weiteres Beispiel für die Mannigfaltigkeit der unterschiedlichen Reaktionen, die wir hier für Deponia geschrieben haben. Und zwar ist es ja so, dass wir bei einigen Objekten tatsächlich so Sammelreaktionen haben, dass halt, wenn man etwas zu essen mit Salz und Pfeffer benutzt, dass dann halt irgendwie eine Reaktion kommt grundsätzlich. Oder wenn man ein Textil hier, ein Kleidungsstück zum Beispiel mit einem anderen Gegenstand benutzt, dann gibt es halt immer eine Reaktion pro Textilie. Aber in vielen Fällen gibt es eben auch für jedes einzelne Objekt
einen Text und selten sieht man die Not des Autoren so offensichtlich wie in dem Objekt der Mutter, dass die sich, wenn ihr jetzt gerade erst diesen Raum betreten habt, dann müsst ihr jetzt vielleicht kurz weghören, die sich, piep, weghören, piep, die sich da unter dem Bild versteckt, deswegen hängt das auch so schief. Und da ist nämlich tatsächlich, versteckt sich da eine Mutter drunter. Und wenn man da Objekte mit benutzt, dann kommt eigentlich zu jedem zweiten Objekt ein neuer Deine-Mutter-Witz. Was mir sehr schwer gefallen ist, es zu schreiben. Und eigentlich ist es mir noch schwerer gefallen, diese Idee von mir unserem Rufus vorzustellen, der ja immer sehr viel Acht darauf gibt und sehr viel Wert darauf legt, dass er halt nur wirklich sehr intelligenten Humor halt in seinen Texten haben möchte. Und diese Deine-Mutter-Witze war so ein bisschen eine Gratwanderung. Ja, also du hast sie damals sehr geliebt. Du hast jetzt auch wieder rumgejammert, was das für eine Arbeit war. Ich möchte da mit einem Zitat des großen Bruno Bozzetto aufwarten. Man muss sich auch mal selber loben, bevor die oben wieder toben. Man muss sich mal selber loben, bevor die da oben wieder toben, genau. Und diese meine Mutterwitze, ich finde sie einfach bloß köstlich. Also das ist, da werden wir noch ein bisschen Spaß damit haben. So, zur Rezeption vor, da ist der, aha, okay. Und dann geht's auf ins Zimmer. Nein. Wer kennt und liebt sie nicht, die alten Benny Hill-Folgen? Ebenfalls symptomatisch für Verwechslungskomödien sind Flure mit sehr vielen Türen. Und ich hatte mir schon immer gewünscht, daraus ein Minigame zu machen, in dem halt die Charaktere wie bescheuert über die Flure jagen und halt von einer Tür in die nächste müssen. Möglicherweise kommt ihr im späteren Verlauf dieses Kapitels noch in den Genuss von so einer Szene. Als ich das geprototyped habe, weil ich natürlich auch erstmal gucken musste, funktioniert das überhaupt, hatte ich übrigens da den Fatboy Slim Remix von dem Beastie Boys Song Body Moving drunter. Und es war sofort lustig. Ganz schlechte Charaktere, die konnten noch nicht mal laufen. Insbesondere meine Donna, weil das war noch bevor der zweite Teil, also bevor Chaos of the Ponia erstellt wurde. Das heißt, ich wusste noch gar nicht, wie Donna aussieht. Oh, das habe ich möglicherweise schon verraten, dass sie hier in diesem Kapitel auftauchen könnte. Egal, auf jeden Fall habe ich eine Donna gezeichnet gehabt, die ganz besonders hässlich war. Ich wusste ja nicht, wie sie aussehen würde. Hatte auch noch nicht so richtig die Rolle, die sie spielt, über ihre Chefheit des unorganisierten Verbrechens hinausgehend, und weil ich sie halt immer wie so eine debile Untergrundorganisationsanführerin angelegt hatte, dachte ich, ich stecke sie untergrundsanführermäßig in ein rotes Lackkostüm, das sie allerdings viel zu groß war, also wo halt schon so vorgeformte Brüste an dem Kostüm dran waren und natürlich ein großer Ausschnitt. Das Blöde war nur, dass die von mir gezeichnete halt hässlich war, also zusätzlich zu debil auch noch hässlich. Und auch außerdem halt überhaupt keinen Vorbau verfügte. Das heißt, dass diese Hartplastikschalen in dem Kostüm, das so aussehen sollte, wie halt man es erwartet von irgendeiner sinisteren Untergrundsanführerin, komplett leer blieben und sie da drin saß wie in einer Badewanne. Das war eigentlich eine hervorragende Skizze und schon das allein sah so bescheuert aus. Genau, und dann zu Body Moving quer über den Flur. Body moving, ey, body moving. Hatte mir übrigens damals das Beastie Boys Album gekauft, nur wegen dem Song, und war dann sehr enttäuscht, dass da nicht der Fatboy Slim Remix drauf war, sondern nur die sehr nüchterne Plain-Version, wo nicht diese albernen Beats drunter waren, die ich doch am meisten an dem Lied mochte. Ja, schade. Ach, Pogi, jetzt hast du uns wieder gespoilert. Nee, ernsthaft, also es ist eigentlich relativ schnell hier gemacht. Das hier müssen wir auch nochmal schnell machen. Ja, wollen wir nochmal Pogi anhören, aber dann... Ja, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber ich mag ja Indie-Games. Und auch dieses hier habe ich mir wieder mit Münzen auf Papier zuerst ausgedacht und bin wieder ganz eingenommen davon, wie ausnehmend gut das funktioniert hat. Es ist ein ganz einfaches, kleines Logikproblem, wo man aber schon ein bisschen drüber nachdenken kann. Leider benötigt es sehr viele Knöpfe. Und diese Knöpfe wurden im Verlauf des Skriptens immer wieder hin und her geschoben. Hin und her und hin und her, weil immer entweder Rufus den Knopf verdeckt hat oder aber sie nicht zur korrespondierenden Reihe oder Spalte gepasst haben. Das war ärgerlich.
Da gucken wir uns doch lieber auf der rechten Seite die Ingredienzien der leckeren Pastete an, die da auf einem Plakat abgebildet sind. Miam, miam, miam. Da kriegt man doch gleich nochmal so viel Hunger.